Willkommen zurück bei Let's Play DuckTales Remastered. Wir sind auf dem Mond und haben schon den nächsten Bossgegner vor uns. Und ich kann mal sagen, den packen wir doch mit links, oder? Mirth and be merry! I made it here first! No, not the cheese! Anything but that! Great Scott! I thought that stuff was supposed to be an anti-aging culture, not an instant growth fungus. Okay, das ist eine dreckige kleine Ratte. Aua! Kleines dreckiges Biest. Es hat sich ein bisschen so angehört, als würde Tag über Tag grüßt Gott sagen oder sowas. Alter, was ich denn jetzt hab? Wow! Holy shit! Ist auf Ecstasy oder was? Alter, geht der ab. Erschreckt mich doch nicht so. Meine Fräsen. Also es sieht zumindest relativ einfach aus, wenn man ihn treffen würde. Wie ich natürlich bravourös zeigen kann. Wow, Alter. Da geht meine Pumpe. Komm schon, und? Das gibt's doch nicht. Ah, ja. Gut, ich habe 4 Leben, aber trotzdem, beim ersten Mal will ich es doch packen. Hier ist nur eine kleine dreckige Ratte, die den grünen Käse gefressen hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist so geil, ist der grüne Käse? Das habe ich gar nicht gecheckt irgendwie. Ist der viel wert oder ist das irgendwie so ein Art? Aua! So ein Art Gift, Gas, Dingsbums oder sowas ähnliches. Da. Wow. Das gibt's doch nicht. Gott, ist die flott unterwegs. Aua. So. So, noch ein kleines bisschen. Ich spür schon, die ist bald down. Ich spür schon, und das war's. Lecker Käse. Giant moon rat or no giant moon rat. Nothing's gonna keep this duck from that green cheese and all the green it's gonna make me. Ach, ist der viel wert oder was? Ich check das irgendwie null. Na egal, dann sagen wir mal ein. Level abgeschlossen. Bin mal sehr gespannt, was jetzt kommt. Gab es nicht noch ein 6. Level oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Doch schon Jahre her, dass ich das gezockt habe. Das Original-Game. Jetzt machen wir erstmal Kassenstart und ich denke, das wird ein bisschen mehr bringen als sonst. Der Rekord lag über 2,2 irgendwas und wir... Oh, das wird knapp... Naja, ein bisschen über 2. Passt schon. We did it, boys! All 5 treasures are mine! boys? Sorry, McDuck, but your meddlesome nephews are a wee bit tied up at the moment. Flintheart Glumgold, you put the Beagle Boys up to this. Guilty as charged, Scroogey. I've been the world's second richest duck long enough, but these treasures will soon change that. Oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over that last treasure. Don't do it, Uncle Scrooge. Don't do it. The way I see it, McDuck, you're not in much of a position to argue. Yeah, aye. You drive a hard bargain, Glumgold. Take it, you filthy cheat. Flintheart Glumgold, the richest duck in the world. How does it feel to be number 2, Scroogey? Magicka dispel! Oh, it's so rude of me to drop in unannounced. What are you doing here, Magicka? Quick, somebody sound the alarm! Duckworth, Mrs. Beagley, call the Pentagon!
They sell me stock and bonds. Not so fast, fools. Wackaroonie, Uncle Scrooge. I can't move. Me neither. Now I know how a statue feels. Greedy old fools. These treasures are far more valuable than money. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yes? Painting of Drake von Bloodstone, also known as Count Dracula Duck. These treasures are part of spell to summon him. Bah, what rubbish. You will see. With power of Dracula Duck under my command, I will rule the world. Unless, you'd rather surrender number one dime, Scrooge. Dime is much gentler way to conquer world. Will save me great deal of trouble. Also, less risk of accidental Dracula bite. The first dime I ever made? Never. Then I will take precious nephews instead. You will bring me dime quickly enough after that. Hey, Dimpsies are hostages. Find your own. Quiet, piggle boys. Now I take leave. Bring number one dime to my home on Mount Vesuvius in 24 hours, or little nephews will become Snackula for Dracula. Yeah! Yeah. Oh, dear. Sometimes I still get carried away. That lousy, no-good so-and-so. I stole those treasures, fair and square. This is no time for bellyache and Glomgold. I've got to save those boys. Pah, forget it. That she-devil's long gone. You can't catch her now. Maybe you're right, Flinty. That leaves me no choice. How about a deal? You help me get the boys back, and you can keep the five treasures. Ha! Without your dime, I'll become the richest duck in the world, and you'll be nothing but a shriveled-up old has-been. That dime's not worth 10 cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. You know what I think, McDuck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability, and I'm gonna be the richer for it. Oh, go soak your head. Now remember our deal, Flinty. Help me rescue the lads, and the treasure is yours. You keep up your end, and I'll keep up mine. Alter Schwede, ich glaub's ja nicht. Das kommt mir null bekannt vor irgendwie. Ist es ganz neu, oder? Na, das werden wir sehen. Auf jeden Fall kommt noch ein Gundel Gaukler dazu. Ich habe mich schon gefragt, wird noch irgendwas zu tun haben, und ja, mit den Graf Dracula, der war schon in diesen... Ich komm nicht tot, das gibt's doch nicht. Ach, leck mich doch. Bams! Dachte ich mir schon, wenn er bei einer Konzeptzeichnung oder bei einem Character Design dabei ist, müsste er auch mal im Spiel vorkommen. Und ja, das kommt ein bisschen spät, aber... besser spät als nie. Ich hoffe, dieser Dungeon wird nicht zu schwierig. Da wird alles kombiniert. Ich habe auch keine Karte, was wirklich wunderbar ist. Ich weiß nicht, wo ich muss, aber ist ja vollkommen egal. Komm runter. Ups. Da ist auch nichts. Da ist Geld. Kann man nur mal gebrauchen. Gott, wie soll ich da hochkommen? Na egal, zu spät. Aufs Geld wird jetzt mal geschissen. Wir müssen nur die Neffen retten. Die Schätze, die kann der gute
Money-Sack behalten. Komm. Ah, verdammt, ich komme nirgendwo hoch, das gibt's ja nicht. Oder kommt er vielleicht später hin? Das könnte auch sein. Eventuell. Oh, ich werde da so drauf gehen, das gibt's gar nicht. Eieiei. Da geht's auch nicht hoch. Da geht's hoch. Wunderbar. Okay, ein bisschen baut sich die Karte schon auf. Das wird wahrscheinlich eine gewaltige Riesen-Map. Das wird ein Spaß. Zack und zack. Oh yeah, it's a treasure. You say it, bro. Aua. Gott verdammt, habe ich vergessen zu jumpen. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich sehr, sehr oft sterben, aber... Ach, das ist ja schon. Mein alter Kumpel auf Zeit. Und... Bams. Alles klar bei dir. Okay, du magst nichts, das ist sehr schön. Gott, ist der voll der Sack. Fuck. Das war nicht geplant. Komm ich da irgendwie rüber? YOLO! Hätte ich schon irgendwie ahnen können, da etwas blubbert hier. Aber das muss ich ja immer so spät sehen. Und da bist du. Und da bist du. Und zack. Like. Ah. Öllchen. Gut, es braucht ja sehr viel, aber... Clanvy macht ja auch Mist. Komm schon, blubber. Komm schon, mach blubber. Komm. Kommt da nichts mehr. Respawnt da nichts. Okay, dann wieder. YOLO! Ah, ich wusste, es wird ein bisschen zu knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Und nochmal. Weil es so viel Spaß macht. Zack. Und wumps. Like a boss. Zack. Geht er wie am Schnürchen. Gott, das war jetzt knapp. Geht doch. Wieso stelle ich mich immer so an? Ich weiß es nicht. Oh, creepy. Sieht der übelst geil aus. Dann geile Effekt. Ach, du bist da hinten. Okay, komm ich den noch irgendwie hoch? Ne, ich krieg den nicht mehr hoch. Schade. Den kriege ich nicht mehr hoch. Ah, eieiei. Aber da komme ich noch hoch. Wenn er mal springen würde, der gute alte Sack. Ne, da ist nichts. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Geheimnis, aber... Ne, da ist was. Okay, kein richtiges Secret, aber... Immerhin etwas. Komm. Bams. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich bin mal ziemlich gespannt, wie das Ganze hier in die Länge gezogen wird. Laut meiner Karte wird es noch ein kleines Stückchen sein. Eieiei. Da geht mal übelst die Pumpe. Ah! Komm schon. So. Null Probleme. Dann hier hoch. Bisher ist noch alles im grünen Bereich. Moment, ich komme gleich. Erstmal Geld. Geld hat Vorrang, das weißt du ja, Kollege. Und hoch hier. Wenn ich mir ganz, ganz genau weiß, warum der unbedingt den Glückstaler braucht, das liegt daran, dass... Was ein totaler Schwachsinn ist, aber... Darüber Tag und Manisak haben exakt auf den Dollar die gleiche Geldmenge. Und der eine Dollar wird das wirklich alles rumreißen. Was totaler Schwachsinn ist, aber... Ja. Denn ich glaube, ein paar von euch sind auch ein bisschen jünger, wenn die ganzen alten Duck-Geschichten nicht kennen oder von den Mickey Mouse-Heften. Deshalb dachte ich mal, ich erwähne es. Und das ist ein Kuchen. Den Kuchen muss man einfach versuchen. Nein! Überrollt und ich bin tot. Was passiert jetzt? Was passiert am Ende dieses Parts? Bergwiese, Gott sei Dank. Ich dachte, ich muss wieder am Mond anfangen. Gut, dann beginnen wir im nächsten Part nochmal mit dem Berg Wieshof, der Heimat der sexy Hexe Gondel Garkelei. Wunderbar.
Also danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play DuckTales Remastered. Vielleicht schon zum letzten Part. Oder vorletzten, je nachdem. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.